Herzlich willkommen, hier ist dieser Paul mit dem Thema LibreOffice Calc, Fenster teilen. Eine andere Art, die Ansicht zu verändern, ist, das Fenster zu teilen. Der Unterschied zum Fixieren besteht darin, dass die Sicht auf unabhängige Bereiche eröffnet wird. Sie können das Fenster horizontal, vertikal oder auf beide Arten teilen. Verwendungsbeispiel: Stellen Sie sich vor, Sie haben ein großes Tabellenblatt und in einer Zelle haben Sie eine Zahl, die von drei Formeln benutzt wird. Indem Sie das Fenster teilen, können Sie die Zelle mit der Zahl in einem Bereich anzeigen und die drei Formeln in jeweils einem anderen. Nun können Sie die Zahl in der Zelle ändern und beobachten, wie dies die Ergebnisse der Formeln verändert. Um ein Fenster zu teilen, gehen Sie analog zum Abschnitt Fixieren von Spalten und Zeilen vor. Und zwar Spalte markieren, Fenster anklicken und Kombination aufheben. Die vertikale Teilung. Oder eine Zeile markieren, dann ins Menü Fenster gehen und Kombination aufheben anklicken. Alternativ können Sie auch die folgenden Schritte ausführen. Führen Sie den Mauszeiger über das obere Ende in der rechten Laufleiste auf, den kleinen schwarzen Bereich über dem Dreieck. Oder führen Sie den Mauszeiger unten in die rechte Ecke der Laufleiste über den kleinen schwarzen Bereich rechts neben dem Dreieck. Der Mauszeiger ändert sein Aussehen in einen senkrechten Doppelpfeil, zum Beispiel hier unten oder hier oben. Drücken Sie nun die linke Maustaste. Es erscheint eine schwarze Linie. Ziehen Sie diese Linie mit der Maus nach unten bis zu dem Punkt, an dem die Teilung erfolgen soll. Zum Beispiel nach unten ziehen oder jetzt nach links ziehen. Lassen Sie die Maustaste los und das Fenster wird zweigeteilt, jedes mit einer eigenen Laufleiste. Teilung aufheben. Sie können alle Arten der Teilung aufheben, indem Sie über das Menü Fenster Kombination aufheben gehen, Haken entfernen. Wenn Sie nur die horizontale oder vertikale Teilung aufheben möchten, klicken Sie auf die entsprechende Trennlinie, halten die Maustaste gedrückt und ziehen die Linie aus dem sichtbaren Fenster. Fenster horizontal und vertikal teilen. Um ein Fenster in vier Ansichten zu teilen, führen Sie folgende Schritte aus. Klicken Sie ungefähr in die Mitte des Tabellenblattes, zum Beispiel hier. Wählen Sie Fenster, Kombination aufheben aus der Menüleiste. Das war Josef Paul von Open Screencast. Ciao und viel Glück!